Und da sind wir wieder bei Heavy Rain. Ja, in der letzten Folge haben wir mal mit der Krankenschwester gespielt, mit Madison. Haben mit Jaden und Blake, dem Psychiater von Ethan, befragt. Und die gehen jetzt da an, also Blake zumindest, ist jetzt der Annahme, dass Ethan der Origami-Killer ist. Und jetzt sind wir wieder Ethan und versuchen unsere dritte Aufgabe. Hier, eine Echse? Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Was drinne? Und ist da jetzt was drinne oder nicht? Na? Also das Spiel? Ist ja noch eine. Kaputt. Da ist was drin. Kaputt. Zack. Ein Schlüssel. Die Frage ist nur, wofür ist der Schlüssel? So. Was ist das? Immer diese automatischen Türen, ne? Okay, da sollen wir uns ein Video angucken. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Aber hier scheint es nichts zu geben. Gucken wir uns mal das Video an. Was? Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Bitch. Womit soll ich mir das abschneiden? Holy moly. Nee. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Ah ja. Versuchen. Ui, ui, ui. Mann, ey. Mann, was ist denn jetzt hier los? Sie haben noch 4 Minuten. Ja, ja.
Alter. Und ich dachte, es geht nicht schlimmer. Boah, Alter. Unter dem Tisch. Alter. Alter, ihr kennt fast gar nichts. Roosevelt Straße. Roosevelt Street. Irgendwie so. Ich mich jetzt nicht verguckt habe. Alter, was sind denn die anderen beiden Aufgaben? Das wird ja wirklich immer ekelhafter und schlimmer. Euer Bonus und wir sind wieder Madison. Alter, Spiel, ne? Was macht das denn mit einem? Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Mit Finger abschneiden. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Was macht die Kleine da? Dein Marsfrau ist komplett gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. So. Aber woher weiß ich überhaupt, wo wir sind? Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße, was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Da los? Die sind noch da. Wir müssen anders raus. Und die Frage ist nur, wo? Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Was hier? So, weg mit dem Brett. Genau, macht doch Krach, damit die auch gar nichts mitbekommen. Brett Nummer 2. Scheiße. Es ist zu hoch. Und schau doch, was davor. Thank you.
Zugriff auf meinen Befehl. Du bleibst jetzt mal hier. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Oh, shit. Fix. Genau, lass euch Zeit. Bis wir hier drauf sind. Wir sind schon weg. Rüber zur U-Bahn. Lass mal durch hier. Findet mich nicht. Ja. Das hätten wir geschafft. Oh Gott. Das ist nichts für Ethan. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, Sie kommen. Geh mir Maus im Weg. Seht ihr nicht, dass er verletzt ist? Mann. Wir kommen hier nicht durch. Stopp hier. Hey! Ja, dann geh mir aus dem Weg. Oh, jetzt die U-Bahn weggefahren. Mann, diese Kamerawechsel immer, ne? Geht mal weg. Kann Ethan nicht auch ein Alibi haben oder was? Achso, können wir hier runter? Schnell, Ethan, schnell! Er erwischt uns gleich! Er holt da, bevor der Zug kommt. Das war wieder Timing, ne? Einzige Chance, Ethan. Wir müssen in die Bahn. Ja, ihr habt aber keine Fahrkarte. So, das hätten wir nochmal geschafft. Flüchtling. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Ist aber nicht nett.
Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Polizei? Polizei? Nein, wir haben sie abgehängt. Der Kerl an der Rezeption ist komisch. Ich traue ihm nicht. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht sie, Ethan. Sie nennen sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Nein. Also das würde mich zumindest schwer wundern. Vertrauen wir uns hier mal an, ne? Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Wie ist er jetzt doch der Killer? Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Ich glaube trotzdem noch nicht, dass er das ist. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Wir sind noch zwei Aufgaben. Also zwei Prüfungen. Bitte, Madison. Gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Oh Mann, ey. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Ethan der Origami-Killer ist. Irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wer es sein soll. Aber das wird dann nur die Zeit zeigen, ne? Und der weitere Fortschritt in diesem Spiel. Aber für heute soll es das mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!